Yo, Freunde, was geht ab? Mein Name ist Hilke und willkommen auf meinem Kanal, Freunde. Ja, Freunde, heute gibt es wieder ein SBB, wie jeden Donnerstag. Ja, Team of the Week ist draußen. Und zwar CR7 ist auch am Start. Sieht einfach nice aus für 5,3 Millionen. Ja, ja, ein bisschen teuer, aber ich habe Bock auf ihn. Ich will ihn heute mal testen, ja. Und zu Gast haben wir ja ein junger Mann hier, der auch Ronaldo in Rot hat, Jungs, ja? Was geht, Max? Alles klar? Ja, moin, Jungs, was geht? Wunderschönes, ne? Ja, wir haben heute den Ronaldo am Start. Das ist der dritte Info von dem schon. Und jetzt habe ich mir mal so gedacht, ja, Seko, nimmst du den? Ich nehme ja meinen roten Ronaldo. Ich glaube, vom Stellenwert, vom, ja, die Karte in Rot, ne? Also, Jungs, das ist geisteskrank einfach nur, das Duell heute, geisteskrank. Würde ich auch so sagen, Jungs, ja. Ich habe ihn angerufen, ich meinte, ey Max, ich nehme den 95er. Ich meinte, du hast doch roten, Ronaldo in Rot. Er meinte, ja, ich meinte, nimm mal den. Du brauchst jetzt hier nichts holen oder zu experimentieren. Also Jungs, wegen Ronaldo 95er, ja, erwarte ich hier ganz entspannt 3500 Likes. Ich würde mich auf jeden ganz Fall easy freuen. Ansonsten haben wir natürlich bei Max noch nicht gedreht. Wir drehen erst am Freitag, kommt dann Samstag online. Genau. Ja, checkt auf jeden Fall seinen Kanal ab. Und ja, das war's. Wir starten rein. So, Jungs, das Video wird von OneFootball unterstützt. Gönnt euch die App, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also, damit unterstützt ihr mich auch natürlich, Jungs und Mädels. Nicht zu vergessen, Jungs, heute ab 18.55 Uhr geht es los wieder mit Europe League. Und heute spielt ja Hoffenheim gegen Molde. Mal sehen, ob Hoffenheim heute zu Hause gewinnen wird. Ich denke schon, so mit 2:0. Werden die das Spiel auf jeden Fall gewinnen. Und im Anschluss, also um 21 Uhr, spielt Leverkusen gegen Young Boys Bern. Was sagt ihr, gewinnt Leverkusen? Schreibt mal gerne unten in den Kommentaren, ob die das Spiel gewinnen werden. Ansonsten, die anderen Spiele könnt ihr natürlich auch bei OneFootball auschecken. Plus noch News und andere Ligen und so weiter und so fort. Also, checkt nochmal die OneFootball, Jungs, ja, ist unten im Videoschreiben verlinkt. Einfach herunterladen und ihr könnt mich kostenlos einfach unterstützen. Und wir machen jetzt weiter mit dem Video. Let's go. So, Jungs und Mädels, erste Runde hier, ja. Klassisch FIFA 2. Max und ich, wir haben die Aufstellung genommen einfach. So, die zwei Spieler. Ja. Come on. So sieht's aus, let's go. Ich bin heute mal in der 4-4-2 unterwegs. Bin ich eigentlich wirklich so gut wie nie, aber ich gehe mal rein mit meinem zentralen Mittelfeldspiel. Das wird eine Karte, oh, so gut in Game eigentlich. Renato Sanchez ist das, der Inform davon. Und dann rechts gehe ich mit einer Karte, war eine SBC. Ich hatte die null auf dem Schirm, da ich die bei Football gesehen. Pedro Gonçalves war irgendwann mal eine SBC, keine Ahnung. Super, ja. Ich habe den Hakimi aufgeschrieben und Eriksen. Kannst du natürlich schmeckt behalten. Uns. Jungs, also fängt jetzt ja nicht so gut an, aber mein Ronaldo spielt auf der linken Seite und ja, Jungs, wir müssen ja ein bisschen sparen. Ich hoffe, dass der Max auch ihn nicht aufgeschrieben hat. Was heißt sparen? Der kostet 35.000 und zwar das ist der Costa von Juventus aber, ne? Und McKennie, Grüße gehen raus an Schalke hier, ne, Fans? Stimmt, ja, Junge, bei Juve geht er so ab und dann hier bei Schalke, ja. Gut, lassen wir es. Ich war bei Insigne und Zinedine Zidane. Also kannst du beide ganz easy super spielen und dann... Super, perfekt. Machen wir dann weiter, Jungs und Mädels. Zweite Runde hier. Let's go. Ich hoffe, dass Juve Trikot, Jungs, das bringt mir ein bisschen Glück, ja. Ihr wisst Bescheid. Und dann würde ich sagen, halte ich mal die nächsten drei rein. Und ich hatte wirklich keine Ahnung, nicht den geringsten Schimmer, was du hast. Okay. Bin gespannt. Okay. Bin auch gespannt, ob du die hast. Und zwar auf der rechten Seite, nach langer Zeit werde ich mit ihm spielen. Hoffe ich zumindest. Und zwar, das ist der Mahrez, ja. Dann haben wir oben, also im Sturm, haben wir den Silva am Start. Der hat auch jetzt ein Inform bekommen. So ein 89er, glaube ich, aber das ist eine ZM-Karte. Deshalb habe ich den 88er hier genommen. Das ist eine MS-Karte. Hm, der Bernardo Silva. Und ja, ich benutze mal mein Icon diesmal. Ja, das ist der Prime Xavi, mein Freund. Der kostet auch so über Millionen, ne? Belastend, Junge, sage ich dir so, wie es ist. Ich habe einen eigenen aufgeschrieben. Im ZM, das ist der Makelelelelele und Mbappé und Di Maria noch dazu. Geil. Also kannst du. Let's go! Ja. Nicht schlecht. Angriff steht bei dir schon mal. Ich hoffe bei mir auch, Jungs. Betet jetzt bitte. Okay, wir gehen rein. Linker ZM, das ist ein bisschen. Ja, ist eigentlich das erste Mal, dass ich spiele. Rafinha, das ist eine Headliner-Karte. Hat er noch nicht gesehen, deswegen musst du die mal testen. Im Sturm vorne ist eine Icon. Wo ist er denn? Fernando Llorente. So gut in-game, Jungs. So gut in-game. Und links der Zumba Neymar. Ey, ich habe ein Icon. Und sonst der Butragueno. Dann habe ich in der Mitte Guaymares aufgeschrieben. Oh nein. Ja,
er spürt. Er spürt schon. Nee, habe ich aufgeschrieben. Let's go, mein Freund. Ach Mann, ey. Och, Jungs. Also, linke Seite ist komplett jetzt hin. Das tut weh. So ein Neymar zu verlieren, ist belastend, Jungs. Sehr gut. Dann machen wir weiter, Jungs. Die beiden Außenverteidiger. Ich freue mich. Jungs, ich sag mal so. Läuft gut. Bis jetzt, ja. Nee, machen wir schön getroffen. Mal sehen. Ich habe zwei Namen hier aufgeschrieben, die beiden Außenverteidiger. Gehen wir rein, pass auf. Rechtsverteidiger wird eine Karte, will ich jetzt unbedingt mal spielen. Diego Dalot, das ist eine. Das ist auch so eine Future-Star. Nee, was ist das? Ja, das ist eine Future-Star. Ne? Ja. Genau, richtig, ja. Den habe ich da auf der Rechtsverteidiger-Position. Links habe ich eine andere Special-Card, Amavi. Also, buntes Team ist ja schön mit Bronze. Ne? Ja, sieht gut aus auf jeden Fall. Ich habe den Cancelo aufgeschrieben und Kusaba. Können Sie behalten. Sehr schön, sehr schön, das freut mich. Und weißt du was, ich habe jetzt hier sogar zwei Kollegen drauf, die sind, eigentlich ist es Quatsch, aber ich glaube, du hast einen davon, sage ich, einen hast du. Okay, alles klar, schauen wir mal. Also, auf der rechten Seite, ich hoffe, dass du den Walker aufgeschrieben hast, weil ich gehe mit dem Cancelo jetzt, mein Freund, ja, mit der 86 Cancelo. Und links haben wir den, ja, ich denke, du hast den Sandro da aufgeschrieben, aber wir haben den Tejes am Start. Okay, nee, Tejes bin ich drauf gekommen. Alexandro natürlich, guckst du irgendwo, glaube ich, ne? Irgendwo ist er hier. Sandro habe ich aufgeschrieben und dann rechts natürlich Seko auf Ansage, aber ich nicht mehr rausgehauen, ne? Keeper gegen Keeper auf der Seite, sagst du, perfekt. Hast du den Cancelo? Jo. Oh, come on, man. Ach du Scheiße. Auch entspannt, Junge. Ah, da kommt ein Bronze, Jungs, und dann letzte Runde. Abfahrt. Let's go, letzte Runde, das Finale steht an, Jungs, jetzt nochmal, also einfach jetzt ein Bronzespiel, das wäre, glaube ich, komplett finito, gerade bei so einem Ronaldo, wenn er da ankommt im Sturm, aber ich probiere mal, ob ich hier noch einen raushauen kann. Okay, ich fange mal an, und zwar auf der linken Seite, also links Innenverteidiger, spielt der Diego Carlos, ja, dann weißt du schon Bescheid, glaube ich, und zwar Koundé haben wir am Start. Und im Tor haben wir den Watch League. Perfekt. Fabinho, Alisson und Ruben Dias. Also das war wichtig. Wichtig, mein Freund. Ich daneben hilf. Sehr gut. Junge. Jetzt letzte Runde, die drei Spieler und Abfahrt. Jungs, jetzt wird es ganz kriminell, denn es gibt nur noch eine Möglichkeit, wie das hier auf Fulcam kommt. Es gibt wirklich, glaube ich, nur noch eine, und zwar muss ich jetzt erstmal nachgucken. Also hinten im Tor spielt bei mir nochmal eine Future-Star-Karte, Junge, mit den Karten habe ich es ja wirklich, ne? Lunin im Tor, dann links der Raphael Varane und rechts daneben ein Undercover-Typ, Junge, ist der beste IV im ganzen Spiel, Ruben Vezo. Wer ist das denn, Junge? Ich habe den Ruben Dias aufgeschrieben, Kimpembe und Ederson. Kannst du behalten, natürlich. Stimmt, habe ich keinen. Let's go. Ganz wichtiges Ding, Jungs. Wenigstens mit Neymar. Leute, das Team mit Neymar, das wäre so gut. Oh, also, wird sehr, sehr interessant, das Spiel. Ja, der hat einen roten Ronaldo am Start. Wenn ich den heute abstoße, GG, mein Freund. Dann gehe ich hier baden, dann ziehe ich mir gleich Badehose an. Ja, dann ziehen wir uns halt in Badehose an und dann starten wir rein jetzt. Abfahrt. So, meine Damen und Herren, wir fangen dann mal an. Ich wünsche auf jeden Fall viel Glück. Let's go. Junge, viel Glück und let's go. Da ist er doch da. Wo ist denn der Ronaldo? So, aufpassen hier. Ah, der Ronaldo in Rot. Oh, der Ronaldo in Rot. Der Rote, hier, Jungs, let's go. Das wiegst du doch. Erstes Ding. Lucky, ne? Wie immer, man kennt. Komm, Ronaldo, abklatsch. Ja, stand nicht doch. Stark, Cristiano. Boah. Cristiano Ronaldo! Keine Chance, ne? Keine Chance. Alter, hast du was ein Körper hier, ne? Ganz kurz. Boah. Der hat den Varane wegge... Alter, was? Geisteskrank. Junge, du kannst gegen den nichts machen, ne? Boah, Junge, wie stark der ist! Cristiano Ronaldo, nein! Ja, nein, ey, das, oh mein Gott, der Leute, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich hab's ganz schnell geskippt, ich hab das ganz schnell, Jungs, unglaublich, ganz zwei Tore und sowas, ne? Einfach. Stark gespielt. Cristiano, Olli Papa, Grüße gehen raus. Unglaublich. Der rote Junge, der ist es, der hat nochmal extra Schießen drauf, weißt du. Versucht die alle nach hinten. Ja, da ist er doch! Das ist der Wahnsinn! Boah, Junge! Ronaldo. Junge, der ist so krank! Boah. Hilfe! Meiner. Der ist doch so. Cristiano! Oh Gott! Der ist so schnell, ne?
Ja. Nochmal. Nochmal. Und jetzt schön gemacht. Ein bisschen lang. Ich brauch ein bisschen lang, bitte. Boah. Unglaublich. Das war wieder Condé, ne? Ey, der Condé. Ich weiß nicht, ob dem schwindelig ist, ob der 2S geballt hat vor dem Spiel. Ich weiß wirklich nicht nach. 4-2. Wir schneiden das Spiel rum. Ich hab das Spiel 4-2 verloren einfach. Ah. Seko, ich rieche jetzt mal ganz kurz an dem Trikot. Neben dem Ganzen vom Schwitzen und so rieche ich auch noch, wo der Ronaldo gleich steht. Let's go, wir sind uns beim Discount. 2 habe ich. Let's go, Junge. So, Jungs und Mädels, wir fangen an. Ich habe Schiss, weil der Ronaldo kostet einfach mal 5,3 Millionen gerade. Und da haben wir Prime Xavi, der kostet auch über 1 Million. Ja, mein Freund, also 2 Picks hast du gerade. Ja, also ich glaube, ich kann dir einiges an Coins weghauen, ja. Du spielst 4-4-2, Jungs. Also wir nehmen ein Pärchen heute mal. Nämlich, ich glaube, im Tor hast du irgendwie den Bronx oder so, hast du, glaube ich, ins Tor gestellt. Also ich glaube, das hast du so gemacht. So, Pärchen, nehme ich Stürmerpaar oder denke ich, dass du den Ronaldo komplett einmal gewechselt hast in die IV. Ich glaube, wir nehmen mal die IVs, Jungs. Wir nehmen mal die IVs. Let's go. Let's go, Digga. Beide IVs. Let's go, Digga. Warte, bevor ich jetzt sage, wem du getroffen hast, ich glaube, du hast eine Kamera auch hier. So, ja. Ist bisher aber unscharf, glaube ich, weil im Tor hatte ich tatsächlich einen Bronze-Keeper. Ja. Junge, ich hab's predicted, ja. Wen hat's die IV? Ja, heute mal ein bisschen Glück gehabt. McKenny und den Watschlik haben wir heute am Start. Ja, oh. Ja, das ist nichts Besonderes. Sag nicht Stürmer, hast du stehen lassen. Stürmer war der Xavi. Rechter Stürmer war der Xavi Prime und rechts Mittelfeld war der Cristiano Ronaldo. Okay, ja. Nee, da war ich eh weit. Also ich hätte höchstens Xavi noch, da war so 50-50, aber... Ja. Boah. Also McKenny und Watschlik habe ich jetzt so einfach so abgestoßen. Ja, ja, also, klar. Da braucht man jetzt keine SBC machen, Jungs. Also Jungs, du wieder. Das war's auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, die Daumen nach oben. Heute kein krasser Discard, aber trotzdem, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Der Cristiano 95er, ne, das ist wirklich erst krass. Geil. Aber ja, ein bisschen noch zu teuer irgendwie. Ansonsten, Jungs, nicht vergessen, liken, Abonnent seid, alles klar. Abonnieren nicht vergessen. Und ansonsten, checkt auf jeden Fall Max aus. Und du hast die letzte Worte, Bro. Ja, Jungs, hat Bock gemacht, ne? Ronaldo gegen Ronaldo lange nicht mehr gemacht. Und falls ihr darauf Bock in Zukunft drauf habt, ihr wisst Bescheid, lasst einen Daumen da, schreibt irgendwas in die Kommentare, wie ihr das Team of the Week findet. Ronaldo, ob ihr den rot heute zieht, ob ihr den heute gezogen habt, schreibt es mal rein. Bis dahin, haut rein und ciao. Ciao.